Schönen guten Morgen. Hallo, Tag. Auch der Tag lässt sich hypnotisch wahrnehmen. Unsere eigene Einstellung zu einem Tag, zu Hallo, Tag. Man sagt auch so, man sei mit dem falschen Fuß aufgestanden. Das drückt sehr deutlich aus, dass wir eine gewisse Einstellung zu dem neuen Tag oder zu diesem Tag haben können. Oft dann auch erst, wenn schon der ganze Tag schief lief. Aber wir haben unsere Prägungen zu dem Archetyp eines Tages, eines Kinds in uns. Also können wir auch hier gewisserweise dissoziativ den ganzen Nebel beiseite wischen, so wie wenn wir bei dem Kontakt mit der Erde in das Gefühl eintauchen. Nicht einfach nur mit der Erde, sondern eben, als hätten wir die Finger in der Erde beim Bäumchen pflanzen, wirklich mit der Erde in Verbindung zu sein, dass wir darin eintauchen, in diese Ebene. Genauso können wir auch erstmal uns klar machen, Tag, wie fühlt sich das an, diese mächtigen Planeten, Sonne, Mond, Erde in einer Umkreisung voneinander. Das Licht, wenn der Tag beginnt und die Sonne auftaucht und später dann am Mittagspunkt steht und untergeht. Die Zeit eines Tages. Diese Kräfte eintauchen in das Gefühl, Hallo Tag. Hallo mein Tag. Hallo dieser Tag. Wie fühlt es sich an, wenn dies ein wundervoller Tag ist? Wie fühlt es sich an, wenn ich diesen Tag, wenn ich an diesem Tag alles aus dem Tag so raushole, wie es für mich am besten ist? Wie fühlt es sich an, wenn ich an diesem Tag selbst das Negative, das Anstrengende transformiere und wandle in einen Prozess und meine Ernte? Wie fühlt es sich an, wenn ich das für mich beste Maximum aus diesem Tag heraushole? Wo im Körper fühle ich das, wenn ich mich für diesen Tag und seine Möglichkeiten voll öffne? Wo fühle ich das besonders im Körper? Und wie fühlt sich das an, wenn diese Öffnung für den Tag sich im ganzen Körper ausbreitet, bis in die Füße und in die Fingerspitzen?